Wir haben in der Landesvereinigung Sachsen sehr viele aktive Kreisvereinigungen. Zu den sehr aktiven Kreisvereinigungen gehört die Kreisvereinigung Chemnitz. Zum einen kommen sehr viele Impulse, was das Thema Veranstaltungen anbelangt. Wir werden im Januar eine Veranstaltung beim Fraunhofer Institut in Chemnitz haben zum Thema Wasserstoff, ein wichtiges Thema auch für unseren Wahlkampf. Wir haben jetzt eine neue Homepage der Kreisvereinigung Chemnitz, die ich mir gerade eben einmal angeschaut habe, die sehr professionell ist und in unser Gesamtkonzept, was den Internetauftritt der Landesvereinigung anbelangt, mit eingebaut wird. Nicht zuletzt möchte ich mich bei dieser Gelegenheit auch bei Bernhard Sünder, unserem neuen Mitglied, bedanken, der die heutige Pressekonferenz der Freien Wähler, bei der wir den Spitzenkandidaten für die Freien Wähler für die Landtagswahl, Matthias Berger, vorgestellt hat, professionell begleitet hat. Mein letzter Dank geht an Andreas Wich, den Vorsitzenden der KV Chemnitz, der, wie gesagt, sehr aktiv, sehr progressiv und innovativ die KV Chemnitz führt, mit vielen neuen und guten Ideen, und wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank.